Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich hier meinen zweiten Versuch starten. Ey, ich hab voll getroffen. Falsche Taste. So aggressiv. Das Wetter passt gerade richtig gut.
Hallo? Sein. Geht doch. Ich sollte zum Tempel und Waffen in das Fell bringen. Boah. 11 Minuten gebraucht. Kann ich jetzt alle hier durchsuchen? 40 Leder. 12. Boah, ey. Das hat aber jetzt gedauert. Erstmal speichern. Nee, wird schon. Ich sterb schon alles nicht hin. Boah, ich bin mega am Zittern. So. Aber jetzt, ich glaube wirklich, dass das erste Mal ist, dass jetzt so ein Wetter hier ist. Das war jetzt was. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. So, Tag, da bin ich. Nach einer Ewigkeit. Hast du dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel.
Ich habe viele Talente. Das versichere ich. Oh, ist dem so? Nun, ich freue mich darauf, Sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Ich dachte, da passiert jetzt mehr. Besser. Oh. Endlich mal. Ich habe ja nicht erst einen gekauft. So. Meine Quest besteht jetzt darin, in 800 Metern. Wo? 800 Metern, also da. Das heißt, ich mache erstmal hier eine Schnellreise hin. So. Jetzt rede ich mit dem. So, hier ist er. Also das ist die Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Hast du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Wie sehe ich aus? Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich? Überstürzt? So. Sammeln Informationen über die Kulisten. Kultist. Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Vor allem läuft die so komisch da drin. Du bist spät, sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen! Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Welche Pläne folgt die? Verfolgt die Kultur.
Bisher geht es nur um Blut. Aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Na los, mach schon. Bringe dein Opfer. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen? Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Du hörst nicht richtig zu. Ich bin noch nicht überzeugt. Du... Wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Die reden über die Eltern von Cassandra. Den Vater. Was habe ich gesagt? Ihr liegt beide falsch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt... Ich habe dich ganz genau verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater finden. Wir müssen uns einig werden. Der Kult soll entscheiden. Mach Jagd auf. Wo muss ich denn hin? Sammel Informationen. Reiß dich zusammen, Malakka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ah. Wenn ich das tue, dann werde ich verpetzt.
glaube ich. Ich. Los, zeig ihm, was mit Feiglingen geschieht. Sie werden verbrannt. Gib es mir. Nein, nein. Weiter. Nein, ich gehe nach Athen. Ich werde den Tempel überwachen. Ich töte ihn. Gut, und verschwende meine verdammte Zeit nicht nochmal. Wenn du nochmal so eine Scheiße baust, fließt Blut. Jetzt verschwende von hier, bevor das Blut dieser Verräterin auf deine Kleider spritzt. Du, jemand wurde gesehen, wie er dein Haus betrat. Warte. Tote Wachen. Sag mir, mit wem du gesprochen hast, oder ich muss dir wehtun. Das ist doch. Ich sehe dich an. Sie hat mich genötigt. Ich dachte, sie tötet mich. Sie? Ich bringe dich um. Was hast du ihr erzählt? Rede, oder ich gebe dir gleich einen echten Grund zum Heulen. Hä? Das kann ja jetzt, das können ja jetzt beide gewesen sein. Könnte ich doch etwas tun. Aber wenn ich mich jetzt zu erkennen gebe, war alles umsonst. Der Kult der Kosmume ist hinter der Mutter. Die Kultur des Ruhm macht Jagd auf. Daimos. Blutlinie, der Kult will. Phidias töten. Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Was tut es? Was machst du? Bist du völlig von Sinnen? Nein. Er ist noch nicht mal hier angekommen. Reiß dich zusammen und sei still. Zolle der Blutlinie den gebührenden Respekt. Elpenor ist tot. Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Ich
Du. Du lebst. Sie kennen mich. Meine Familie. Sie wollen meine Mutter töten. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben Sie eine Waffe. Und was für eine? Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Perikles ist der König der freien Menschen von Athen. König? Athen hat keinen König. Perikles dient den Menschen und nicht andersherum. Er dient den Menschen. Stimmt, das ist nicht sehr königlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen! Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg. Der Kult will meine Familie auslöschen. Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt.
In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Ach du Scheiß. Jeder einzelne. Ja, dann würde ich jetzt sagen, erstmal, ich habe es ja gesagt, dass wir den treffen werden. Zwar habe ich daran gezweifelt, als ich gesehen wurde, dass er als Kind von den Klippen geschmissen worden ist. Habe ich gedacht, ja, da wird man ihn nicht mehr sehen. Aber man sieht ihn wohl. Und sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.